Es war einmal ein kleines Mädchen. Wo immer sie hinging, trug sie ein rotes Cape mit einer roten Kapuze. Darum nannten sie alle nur Rotkäppchen. Schatz? Ja, Mama? Wie du weißt, ist deine Großmutter krank. Würdest du ihr bitte diese Kekse, die ich gebacken habe, und die frischen Waldkräuter bringen? Natürlich, das mache ich gerne, Mama. Das Mädchen machte sich mit ihrem roten Cape auf zum Hause ihrer Großmutter. Weiche im Häschenwald nicht vom Weg ab, mein Schatz, sagte ihre Mutter, als sie sich auf den Weg machte. Rotkäppchen lief fröhlich singend in den Wald. Ich frage mich, warum sie dies den Häschenwald nennen. Ich habe nirgendwo Häschen gesehen. Rotkäppchen kam an einen Weg, der voller wunderschöner Blumen war. Dort gab es alle möglichen Farben von Blumen. Ich sollte meiner Großmutter ein paar Blumen pflücken. Da wird sie sich sicher freuen. Als Rotkäppchen begann, Blumen zu pflücken, merkte sie nicht, dass sie sich langsam von ihrem Weg entfernte. Plötzlich hörte sie ein Geräusch aus dem Gebüsch kommen. Mit einem Mal tauchte ein großer, furchteinflößender Wolf vor ihr auf. Rotkäppchen erschrak so sehr, als sie diesen Riesenwolf direkt vor sich stehen sah, dass sie ihren Korb fallen ließ. Der Wolf kam näher und hob die Kekse auf, die aus ihrem Korb gefallen waren, und gab sie Rotkäppchen zurück. Rotkäppchen war sehr überrascht von dieser unerwarteten Geste des Wolfes. Danke. Wohin des Weges, junges Mädchen? Zum Hause meiner Großmutter. Es ist das gelbe Haus am Ende des Waldes. Sie fühlt sich nicht gut, also bringe ich ihr Kekse und heilende Kräuter. Ah, wirklich? Übrigens, Sie können mich Rotkäppchen nennen. Alle nennen mich so. Ich gehe vor und sage deiner Großmutter Bescheid, dass du auf dem Weg bist, damit du weiter hübsch Blumen pflücken kannst. In diesem Moment hörte er einen Gewehrschuss von einem nahenden Jäger und rannte so schnell er konnte davon. Rotkäppchen sah sich für einen Moment um. Und als sie bemerkte, dass sie sich verlaufen hatte, begann sie zu weinen. Der Jäger hörte sie weinen und lief zu ihr herüber. Was machst du denn hier so allein? Es ist sehr gefährlich hier draußen. Ich bin auf der Suche nach einem großen, bösen Wolf, den ich schon seit langer Zeit jage. Rotkäppchen schämte sich sehr, weil sie nicht auf ihre Mutter gehört hatte und von ihrem Weg im Häschenwald abgekommen war. Deshalb erzählte sie dem Jäger nicht, dass sie den Wolf getroffen hatte. Also, ich bringe meiner kranken Großmutter Kekse. Sie lebt am Ende des Waldes und ich habe mich verlaufen. Dann lass mich dich zu deiner Großmutter bringen. Sie liefen zusammen los. Zur selben Zeit nahm der Wolf eine Abkürzung und lief schnell zum Hause der Großmutter. Er klopfte an die Tür. Die Großmutter rief von drinnen: Wer ist da? Der Wolf verstellte seine Stimme. Ich bin's, Großmutter, Rotkäppchen. Ich hab dir Kekse mitgebracht und frische Kräuter aus dem Wald. Die Tür ist offen, mein Kind. Komm herein. Der Wolf schmunzelte und stürmte durch die offene Tür. Kurze Zeit später kamen Rotkäppchen und der Jäger an Großmutters Haus an. Geh schon, mein Kind. Geh schnell zu deiner Großmutter. Der Jäger ging weiter seines Weges. Rotkäppchen klopfte an die Tür. Die Großmutter rief von innen: Wer ist da? Ich bin's, Großmutter. Rotkäppchen. Die Tür ist offen, mein Kind. Komm herein. Rotkäppchen zögerte für einen Moment. Denn die Stimme, die sie hörte, klang etwas anders als ihre Großmutter. Aber dann fiel ihr ein, dass ihre Großmutter krank war. Großmutter klingt wahrscheinlich anders, weil sie krank ist.
Rotkäppchen öffnete die Tür und trat ein. Im Bett lag, verkleidet mit der Schlafmütze und der Brille der Großmutter, der Wolf. Er hatte die Vorhänge zugezogen, sodass es dunkel war und Rotkäppchen ihn nicht erkennen konnte. Ich bin dir so dankbar, mein Kind, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, um mir Essen zu bringen. Komm her, sodass ich dich umarmen kann. Komm, mein Kind, komm her. Rotkäppchen stellte ihren Korb auf den Boden ab. Aber sie wagte sich nicht zu nah ans Bett heran, denn ihre Großmutter sah seltsam aus. Großmutter, warum hast du so lange Arme? Damit ich dich besser umarmen kann. Und warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber Großmutter, warum sind deine Augen so groß? Damit ich dich besser sehen kann. Und Großmutter, warum hast du so scharfe Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Der Wolf sprang aus dem Bett und schnappte nach Rotkäppchen. Hilfe! Rotkäppchen begriff nun, dass es nicht ihre Großmutter war, die dort im Bett gelegen hatte, sondern der große, böse Wolf, den sie auf ihrem Weg getroffen hatte. Der Jäger hörte Rotkäppchens Schreie. Und er rannte zum Haus zurück. Er stürmte durch die Tür und schnappte sich den Wolf. Endlich habe ich dich, großer böser Wolf. Jetzt bist du geliefert. Der Jäger schnitt den Bauch des Wolfes auf und rettete die Großmutter. Vielen Dank für die Hilfe, Herr Jäger. Gern geschehen, aber versprich mir, mein Kind, dass du niemals wieder vergisst, was deine Mutter gesagt hat. Mit großem Appetit aß die Großmutter alle Kekse, die Rotkäppchen ihr mitgebracht hatte. Sie setzte eine Tasse Tee mit den gesunden Kräutern auf und es ging ihr schnell besser. Rotkäppchen versprach ihrer Großmutter, dass sie nie wieder auf die List eines bösen Wolfes hereinfallen würde. Sie lief wieder fröhlich singend durch den Wald nach Hause. Plötzlich traf sie wieder auf denselben Wolf. Der Jäger hatte ihn damit bestraft, dass er den Wald säubern musste. Und er schämte sich sehr über das, was er getan hatte, als er Rotkäppchen kommen sah. Und so ward der Häschenwald wieder voller Freude, Häschen und Blumen, so wie er früher gewesen war. Es war einmal ein junges Mädchen namens Heidi. Da sie beide ihre Eltern verloren hatte, kümmerte ihre Tante sich um sie. Aber eines Tages brachte sie Heidi zu ihrem Großvater in die Berge. Der Almöhi war ein mürrischer alter Mann, der in einer kleinen Hütte in den Alpen lebte. Dies war das erste Mal, dass Heidi ihren Großvater traf. Da Heidis Tante einen neuen Job in einer anderen Stadt bekommen hatte, musste sie Heidi bei ihrem Großvater lassen und zurück in die Stadt fahren. Der Almöhi, der es gewohnt war, isoliert und fern von anderen Menschen zu leben, freute sich über die Gesellschaft seiner Enkelin, aber ließ sich das nicht besonders anmerken. Der alte Mann machte ihr ein gemütliches Bett auf dem Dachboden her. Heidi mochte ihren Großvater auf den ersten Blick und sie freute sich auf glückliche Zeiten in den Bergen. Als sie am Morgen aufwachte, machte ihr Großvater sie mit seinem großen Hund Josef bekannt. Heidi liebte Josef sehr. Dann eines Tages, als sie durch die Landschaft spazieren ging, traf sie auf Peter, einen Hirtenjungen, der seine Ziegen im Tal grasen ließ. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ja, ich werde von jetzt an hier bei meinem Großvater leben. In den nächsten Tagen nahm Peter Heidi mit, wenn er seine Ziegen zum Grasen ausführte. Sie begannen, gemeinsam durch die Berge zu wandern. Alles war so neu und aufregend für Heidi. Sie lernte eine Menge von Peter darüber, was es hieß, ein Hirte zu sein.
Obwohl er es kaum zeigte, hatte der Almöhi Heidi sehr lieb. Da sie den ganzen Tag herumrannte und Spaß hatte, war Heidi sehr glücklich. Aber sie vergaß auch, ihrem Großvater im Haushalt zu helfen. Und am liebsten buk sie Brötchen im Ofen ihres Großvaters. Das frisch gebackene Brot nahm sie oft mit zu Peters Großmutter. Und Peters Großmutter gab ihr dafür frische Ziegenmilch.